Wie tust du dir beim Training? Naja, komischerweise kommt es immer auf die Tanzpartnerin an und die ist wie für mich gemacht, muss man sagen. Insofern komme ich mir eigentlich nicht so blöd vor und ich glaube, bis zum 25. werden wir einen ganz passablen Tanz auf die Tanzfläche legen. Und was können sich die Leute von eurem Tanz erwarten? Also tatsächlich würde ich sagen, sowas wie Lebensfreude. Ja, viel Spaß. Genau, und viel Spaß, zu lachen. Peppige Bewegungen und ja, ein bisschen was zu lachen wird sicher auch geben. Hilft dir deine Vorerfahrung bis jetzt? Naja, grundsätzlich schon, weil man dann zumindest weiß, wie man sich bewegen sollte. Aber also der Tanz, den lernt man in der Tanzschule, glaube ich, nicht. Also ich habe ihn zumindest nicht gelernt. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, das ist einfach eine neue Herausforderung. Und für diese Sache macht man das natürlich sowieso gerne. Und wenn man noch so eine nette Tanzpartnerin hat, dann ist es noch besser. Komplimente, Komplimente sagt's.